Spielen Subnautica live auf Twitch bei PP's Welt. Es geht weiter. Ressourcensuche. Los geht's. Diesmal aber ohne Motte, sondern das machen wir einfach so. Hier, wir fahren mal diese ganzen Punkte ab. Und sammeln das Zeug ein. Hier haben wir schon mal Kupfer. Titan. Der Rest ist da drüben. Selbst hier habe ich noch viel direkt um meine Basis rum. Da sieht man es mal, wenn man nicht drauf achtet. Und natürlich noch so ein paar Selbstmörderfische. Hier ist noch eins. Titan. Hier unten ist dann wahrscheinlich noch was. Ja. Und nochmal einer. So, haben wir hier noch was? Ja. Nochmal Kupfer, das ist schön. Hier haben wir. Ich will einfach noch ein paar Kupfer. Ich habe nämlich so gut wie kein Kupfer mehr. Gut, das Titan nehme ich halt. Notgedrungen mit. Haben wir hier noch ein paar bisschen Wasser? Ne, hier sind lauter Falsche dran, wenn man so will. Lauter Klubscher. Brauche ich gar nicht. So, okay, das ist jetzt relativ weit weg. Kann man hier lang? Oh, sehr schön. Titan. Ah, hier an der Wand, okay. Kupfer. Ah, wo haben wir denn die anderen nach Halle? In der Höhle vielleicht unten? Na, eher weniger. Hier drüben vielleicht noch. Ja, hier in der Höhle. Haben wir nochmal Kupfer gefunden. Mal Titan. Titan. 20 Titan. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Meine Güte, bin ich gerade erschrocken. Dämlicher Fisch. Okay, ich glaube, ich muss in die Richtung nochmal. Wo ist das ganze Zeug? Ja. Wie viel habe ich denn schon? 1, 2, 3, 7. 7 Kupfer. Fahre ich jetzt mal da nochmal rüber zu diesen vielen Punkten. In der Hoffnung, dass da noch ein bisschen Kupfer zu finden ist. In der Hoffnung, sie sind so weit weg. Wenn wir hier gerade schon mal unterwegs sind, nehmen wir noch so ein. Hier auf dem Boden liegen teilweise auch welche rum. Okay, das ist natürlich interessant. Auf dem Boden habe ich ehrlich gesagt noch nicht so geguckt. Und dann habe ich ja mal an die Wände geschaut. Also ich habe da echt nicht so hingeschaut. Man lernt nie aus in diesem Spiel. Das war es jetzt. Ach, Titan. Ich habe es nicht aufgenommen, aber es war Titan.
Inventar voll? Nein. Salz nehme ich aber gerne mit. So, nochmal Titan. Wie viel Platz habe ich denn noch? 5. Auch mal wieder Luft. So. Und wieder runter. Nehmen wir gerade den hier, dann ist der weg aus der Sicht. Kupfer, sehr schön. Salz, wenn wir hier eh schon mal sind. Da könnten wir auch so ein Fragment noch mitnehmen. Was haben wir denn? Seemotte. Ja, komm. Dann sind wir voll, oder? Ne, eins haben wir noch. Was wollen wir denn noch mitnehmen? Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch einmal Quarz. So, jetzt sind wir voll. Es gibt, wie man sieht, noch sehr viel. Aber ich habe jetzt erstmal ein gutes Stück Kupfer. Gutes Stück Kupfer. Ist das für ein Wort schon wieder? Ich habe ordentlich Kupfer eingesammelt. Ist schon spät, ich sollte aufhören. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was auf Vorrat. Auch ein bisschen Salz. Ich muss den Scanner ausschalten. Das nervt. Ja, es sind noch sehr viele Sachen hier. So. Jetzt wird erstmal nach nichts mehr gescannt. Oder soll ich? Wachs, nee. Befrücken, Metallstaub, Lithium, Kupfererz. Ich schalte das mal ein und schau mal, ob die zwei Datenboxen wieder auftauchen oder ob die jetzt weg sind. So, was haben wir denn noch? Wir haben sehr viel Titan, ein bisschen ein Quarz. Mal Quarz raus, den Salz raus. Das Salz, nicht den. Und das ganze Titan raus und dann noch zweimal Wasser machen. Ich könnte eigentlich einen Titanbarren draus machen. So brauche ich sowieso irgendwann noch. So, Wasser. Gut, dann Titan raus. Hätte eh nicht genügend Platz gehabt, sehe ich gerade, für das ganze Titan. Ich habe auch so nicht genügend Platz für das ganze Titan. Ah doch, ich habe hier noch Platz. Okay. So, wir trinken mal zwei Schluck. Und plus 32, ja komm. Leicht überfressen, das passt. Gut. Dann würde ich sagen, ich sag schon wieder, dann würde ich sagen, drück mal hier drauf. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Na toll. Jetzt würde mich jemand retten. Das bedeutet, ich muss sie versuchen anzufunken, glaube ich. So, hier ist jetzt nur eine Datenbox drauf. Es ist wieder die. Es ist wieder diese Datenbox. Warum taucht die ständig auf? Aber hier ist eine neue. Die ist neu. Hier hatten wir, das ist die von der Benghazi-Station. Aber die hier ist neu. Also diese hier Richtung Kamera 3, die ist neu. Da fahren wir hin. Aber warum tauchen die anderen beiden auf? Ich habe sie doch aufgemacht. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig.
Ressourcen online. Die nicht. Das ist ja die da unten. Die hier war's. Oder war's die hier? Ja. Die müsste es gewesen sein. Die scheint nicht so tief unten zu sein. Wir können auch mal so Röhrenkorallenproben nehmen und können den ein bisschen Ach komm, verarsch mich doch. Hier war ich. Ach, es werden hier lauter Datenboxen angezeigt, die ich schon hab. Das ist doch nervig. Gut, dann werde ich den Scanner ausmachen. Der bringt mir dann quasi nichts Neues mehr. Schade. Ach, hier kann ich doch noch so ein komisches Wärmekraftwerk, glaube ich, hinbauen. Muss ich mal gucken. Ich nehme wahrscheinlich den Scanner aus, denn das sind genau die drei Datenboxen, die ich schon gefunden habe. Finde ich ein bisschen blöd, dass die angezeigt werden, obwohl ich sie geöffnet habe. Gut, also rüber zum Scanner, ausmachen. Was können wir denn scannen? Was haben wir denn wenig? Ja, Touren ein. Ich weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Hat eigentlich nichts. Ich habe alles. Ausreichende Menge da. Kameradrohne brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das geht nicht mehr, das habe ich schon drin. Okay, hier geht erstmal nichts mehr. Kann ich denn grundsätzlich, ich muss mal kurz mein Konstruktionswerkzeug suchen. Das heißt suchen, ich weiß ja, wo es ist. Ja. So, Scannerraum habe ich, Mehrzweckraum habe ich, ich habe das Observatorium noch nicht. Bringt mir vermutlich auch gar nichts. Ein Shot. Die strukturelle Integrität zu verbessern. Fahrzeugerweiterungskonsole habe ich, einen Bioreaktor. Sowas könnte ich zum Beispiel bauen. Kernreaktor geht nicht. Lebensformzuchtbehälter. Ah, okay, da kann ich dann die Tiereier reinschmeißen, verstehe. So die Wasserfiltermaschine. Kann ich hier vermutlich nirgends mehr hinmachen, weil alle meine Wände dicht sind. Das bedeutet, ich baue jetzt unten noch einen Mehrzweckraum rein. Der kostet mich 6 Titan. So machen wir das. Baue ich direkt runter. Hier. Ja, ich soll den auch bauen. So, Basis bei 5,3. Klingt das schon wieder? Nein. So, dann brauchen wir mal Silikon. Und Titan nochmal. Vorhin habe ich mich beschwert, ich habe zu viel Titan. Ich baue nämlich jetzt hier einen Shot ein. Ich dachte, ich kann hier einen Shot einbauen. Ich kann hier keinen Shot einbauen. Kann ich hier eins einbauen? Warum kann ich hier keine Shots einbauen? Weil ich Shots nur in längeren Verbindungstunneln bauen kann, oder wie darf ich das verstehen? Scheint so. Gut, dann baue ich keinen Shot. Dann brauche ich, Moment, eine Verstärkung, glaube ich.
Lithium, genau, dass ich. Moment, wie viel habe ich? Ich baue zwei Verstärkungen. Ich habe sechs dabei. Dann nehme ich zwei Lithium mit. Ich hab's ja jetzt. Ich kann jetzt damit protzen, bis ich mich dann wieder beschwer. Moment, wir müssen jetzt auch so eine komische Leiter. Moment, also die Verstärkung baue ich jetzt auf jeden Fall mal hier hin. Elf,3, um Gottes Willen. Hier geht's nicht, weil er am Bett steht, oder wie? Tatsächlich. Hier möchte ich nicht, dann möchte ich ja noch raus hier. Gut, ich glaube, dann habe ich mal genügend strukturelle Integrität. So, eine Leiter brauchen wir jetzt. Die braucht zweimal Titan. So schnell geht das Titan zum Teufel. So, wir können ja hier die Leitern, glaube ich, reinbauen oder in die Mitte. In die Mitte geht nicht. Da geht auch nicht. Ja. Ja doch, hier würde sogar gehen. Ne, ich mache das hier hin. So. Dann möchte ich dort unten. Eigentlich hätte ich da unten die Verstärkung reinmachen sollen. Wisst ihr was? Das machen wir auch so. So. Dann einmal runter. Stärkung konstruieren. Stärkung. So, und jetzt wollte ich hier, glaube ich, einen Bioreaktor reinbauen, richtig? Ne, die Wasserfiltermaschine wollte ich hier reinbauen. Einmal Titan, Kupferdraht und Aerogel. Zwei, drei. Das erste Ding ist schon fast leer. Kupferdraht habe ich nicht. Also brauchen wir zweimal Kupfer und. Ist hier rein? Nein. Einmal Aerogel. Machen wir uns hier den Kupferdraht. So. Das ist ja auch erledigt. Und dann kann man jetzt. Hier. Wo kann ich das hinbauen? Ach, ich kann das an jede Wand machen, okay. Aber das sind ja die Wände, wo man eventuell in einen anderen Raum rüber kann. Das geht ja hier in den Seiten nicht, also baue ich es hier hin. So. Funktioniert die jetzt? Die filtert einfach. Und hier kann ich dann Wasser rausholen. Tierplätze. Ich vermute mal. So, wir gehen wieder hoch. Ich nehme noch mehr Titan mit. Was brauche ich denn für den Bioreaktor eigentlich? Kabelsatz und Schmierstoff. Will ich ja theoretisch. Kabelsatz kann ich schnell bauen. Schmierstoff habe ich noch. Ich weiß es nur nicht, ob der da unten auch reinpasst, weil ich da ja jetzt schon diesen Wasseraufbereiter habe. Aber wir probieren es. Da würde reinpassen. Ach komm. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Okay, ich soll also ein Foto davon machen. Okay, hier kann ich wahrscheinlich jede Menge Fische und sowas reintun. So.
So, jetzt ist hier. Okay, man kann noch durchgehen, alles klar. Ich brauche hier auch noch ein paar Spinte. Um solche Dinge wie das Zeug, was ich in den Bioreaktor herstelle, reinschmeißen muss, zum Beispiel zu lagern. Weiß nicht, ob ich da jetzt. Ich vermute mal, ich kann da alles reinschmeißen. Das teste ich jetzt gleich mal. Das Ding blinkt schon wieder. Ich klicke gleich drauf. Drüben ist er hingewandert. Theoretisch brauche ich die jetzt nicht mehr zum Wasser machen. Kann ich den hier nicht? Nee, den kann ich leider nicht einsammeln, oder? Nee, schade. Ups. Das wollte ich nicht. Er wird aber trotzdem gefangen, aber den kann ich nicht einsammeln. Muss ich den dann töten? Jetzt habe ich ihn getötet, kann aber trotzdem nichts mit dem einfangen. Das ist sehr bescheuert. Jetzt hängt da halt ein toter Fisch dran. So. Ich kann die Viecher gar nicht so schnell einsammeln, wie sie hier gefangen werden. Ich will die doch nur einsammeln, um sie in den Bioreaktor reinzuschmeißen. Wie gesagt, so schnell wie die hier eingefangen werden, kann ich sie gar nicht. So, das muss jetzt erstmal reichen. Welcome aboard, Captain. So. Warte, wenn ich diese ganzen Viecher hier reinklatsche. Dann müsste der laufen wie eine Katze, oder? Wie lange? Bioreaktor-Ladestand kompostiert organisches Material zur Energie erzeugen. Okay, bin mal gespannt, wie lange das reicht. Ich nehme an, es ist auch egal, ob die Viecher hier verrotten. Das ist nur eine Vermutung. Bei Bioreaktor ist der Bioreaktor. So, wie schaut es denn hier aus? Filtermaschine besitzt. Filtrationsvorschritt Wasser 35%, Salz 70%. Okay. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Ding hier funktioniert. Muss ich hier eine leere eine Flasche reinstellen, oder? Nee. Okay. Ja, ich werde es mal sehen, was passiert. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall was trinken. Okay, er läuft noch mit dem, was drin ist. Für 73. Alles klar. Gut, dann drücken wir hier nochmal drauf. Da fällt mir gerade ein, wo dieses Stichwort PDA kommt. Ich wollte ja eigentlich noch 250 Meter, 1700 Meter weg. Ich wollte ja noch zur Insel. Böses Tier. Rettungskapsel. Das ist eine Kombination, die nicht so ganz toll ist.
nicht so weit auseinander. Kurz was essen. Währenddessen ist wieder Zeit vergangen. Die hier ist immer noch nicht verbraucht. Wie schaut es hier aus? Salz 97%. Ich warte jetzt mal kurz, bis Salz bei 100% ist. Was dann passiert. Ah, okay, verstehe. Okay, der Salz, das Wasser produziert Salz und produziert Wasser. Verstehe. Und hat vier Plätze, die er hier. Alles klar, okay. Ich verstehe. Dann muss ich mir aber tatsächlich noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der dann genügend produziert, um mich, damit ich von den Wasserfischen überhaupt nichts mehr brauche. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt machen werde. Wir werden nicht darüber fahren. Oder werden wir rüberfahren? Doch, wir fahren rüber. Das passt noch rein in die Folge. Rettungskapsel 12. So, wo müssen wir hin? Hier rüber. Sagt, hier ist so ein Leviathan. Das ist das böse Tier, das hat mich schon mal gefressen und das ist jetzt nicht so weit weg davon. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber vielleicht ist es weit genug weg. Vielleicht finde ich da ja eine schöne Blaupause. Und irgendwas Nützlichem. Entschuldigung. Gut, okay, es ist dann doch ein Stückchen voneinander entfernt. 3. Okay. Zurück. Brauche meine Strahlenschutzausrüstung. Dann machen wir es doch nicht mehr heute, weil ich habe jetzt keinen Bock wieder in die Basis. Dann fahre ich zur Insel. Auch noch ein weiter Weg. Denn da habe ich, wie gesagt, glaube ich, ein PDA vergessen. Deswegen fahre ich da nochmal hin. Das passt noch rein in die Folge heute. Da ist auch nur noch 1 Kilometer. Was habe ich da unten eigentlich noch? Ach. Gelsäge Lithium. Wrack zum Erforschen. Das ist alles hier auf dem Weg, okay. Aber das schauen wir jetzt nicht vorbei, sondern wir fahren straight drauf zu. Also ich meine, dieses Modul zum energieeffizienteren Dingsbums für die Seemotte. Also gut, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich tief bin, aber ich meine, ich bin jetzt bei 96. Und ich hatte bisher noch nie das Problem, dass ich auch nur ansatzweise Energieprobleme hatte. Deswegen weiß ich nicht, was das bringen soll. Meins ist jetzt gerade wieder Tag. Okay, es ist nicht taghell, es ist dunkel. Aber sobald es hell wird, wird das Ding ja wieder aufgeladen. Gut, wenn ich mal 900 Meter in die Tiefe gehe, weiß ich natürlich nicht, was passiert. Etwas sanfter vielleicht. So. Hier gehen wir an Land. Und dann hoffe ich, dass ich das auch gleich wieder finde. Natürlich jetzt passenderweise auch noch dunkel. Bin ich jetzt hier falsch gelaufen?
natürlich bin ich hier falsch. Hier komme ich nicht hoch. So außen und unten laufen. Jetzt komme ich hoch. So, wir haben einmal Berg, zweimal Berg. Ich muss das Ding, was so in der Mitte war, wenn ich das nur wieder finden würde. Möglichst schnell. Da war ja in der Mitte so ein Teil. Es ist wieder dunkel. Ich hätte warten sollen, bis es hell wird. Okay, ich kann hier Wege laufen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich sie laufen kann. Wahrscheinlich geht es hier jetzt nicht unbedingt weiter. Nee, tut's nicht. Hier leider gar nichts. Hier alles kann man dann doch nicht laufen. Hier rutsche ich jetzt etwas runter. Aber jetzt ist das dann auf der Seite. Hier oben ist die eine Station. Hier oben ist die andere. Dann muss doch hier in der Mitte. Da ist sie. Okay. Wir haben sie gefunden. Und zwar hier. Genau. Ich habe es tatsächlich vergessen. Was ist das? Integrating new PDA data. Eine violette Tafel. Was ist das? Eine antike fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Seltsame Entdeckung. Paul, was ist das für ein Ding? Ich weiß nicht, ich habe es draußen im Sand gefunden. Ein Teil eines anderen Schiffs. Eins, das ich schon mal gesehen hätte. Es ist nicht mal angekratzt. Spiel nicht damit rum, es könnte wertvoll sein. Cool bleiben, Boss. Wenn es zu Staub zerfallen würde, da wäre das schon passiert, als ich es aufgehoben habe. Es leuchtet. Wir sind nicht die ersten Menschen, die auf diesem Planeten gelandet sind. Menschen vielleicht. Könnten auch Aliens sein. Könnten diese verdammten Seemonster sein, soweit wir wissen. Eins ist sicher, wir werden es nicht herausfinden, wenn wir hier bleiben. Okay. Bedeutet, ich habe hier ein Alien-Artefakt gefunden. Gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Ich wäre hier niemals nochmal zurückgekommen, wenn ich das nicht zufälligerweise gesehen hätte. Dass hier noch was liegt. So, Melone, die essen wir gerade mal. Ich habe ja eine. So, dann können wir die chinesischen Kartoffeln, glaube ich, auch noch essen. Wunderbar. Gut. Mit der Krebs hier noch? Dann gehe ich mal weg, der greift mich sonst nur an. Okay, dann hüpfe ich jetzt mal schnell, wo auch immer sie sein mag, zur Seemotte zurück. Hier unten ist sie. Also erstmal den Berg hier wieder hoch. Dann müssen wir auf der anderen Seite. Hier geht's hoch. Auf der anderen Seite runter. Da ist nämlich dann die Seemotte. Hier unten ist sie, soviel ich weiß. Juhu! So, gut. Und an der Stelle beende ich für heute den Stream. Und die Folge logischerweise auch. Also auch wenn wir sehr viel Ressourcen gesammelt haben insgesamt nur. Aber das ganze Lithium, das wird man bestimmt noch brauchen. Mit meiner Motte kann ich jetzt wieder 900 Meter tief tauchen. Wir haben ein Geheimnis-Alien-Artefakt
Wo ist das Wort gefunden? Ja, und als nächstes fahren wir zur Rettungskapsel 12. Aber heute nicht mehr. Also, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.